das, was ich an Seven Principles schätze, ist, dass es ein sehr freundlicher Umgang miteinander ist. Man bekommt immer jemanden, der einem weiterhelfen kann. Also man wird nicht alleine gelassen. Seven P als Arbeitgeber erlebe ich als sehr offen. Ich schätze sehr, dass alle Menschen von allen Positionen eigentlich sich gleich behandeln. Dieses Duzen ist nicht nur eine Fassade, das wird wirklich gelebt. Da sitzt der Juniorberater neben dem Vorstand, stellt sich vor, kommt neu an Bord und sagt, ich bin neu hier, bin jetzt seit gestern in dem und dem Projekt, in welchem Projekt bist du denn? Und da steht der Vorstand auf und antwortet, ja, er ist momentan gerade aus dem Projekt befreit, weil er ist hier der Vorstand. Und das Gelächter war dann irgendwie ganz groß. Das ist total schön, die Atmosphäre, man kommt gern zur Arbeit. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich versorgt, ich fühle mich auch beachtet. Flexibilität, Spontaneität. Eine offene Gesprächskultur. Sehr viel Schwung einfach, es ist sehr viel Motivation und Dynamik irgendwie im Unternehmen. Partnerschaft ist ein Thema, das heißt, wir arbeiten in den Projekten nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander. Man hat immer wieder neue Sachen, mit denen man zu tun hat. Man hat interessante Leute, mit denen man umgeht. Das Miteinander, also hier sind echt richtig coole Leute, ich komme hier sehr gerne hin. Ich sehe uns immer so als ein Becken für, oder einen Hafen für besonders Kreative, für die Coolen unter uns. Es ist eben nicht die homogene Masse an Anzugträgern, die man sonst so trifft, sondern das sind wirklich Leute, die aus allen Nischen, aus allen Winkeln zusammenkommen, aus allen Berufsbereichen und letzten Endes bei 7P zusammengefunden haben. Wenn die Rahmenbedingungen passen und man damit die Unternehmensziele ebenfalls erreicht, stehen eigentlich einem alle Türen offen. Ich fühle mich total wohl bei 7Principles, das kann ich so sagen. Das macht richtig viel Spaß. Wie eine kleine Familie.